Fraktion das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, werte Abgeordnete, astronomische Fehlausgaben sind aufgrund einer fehlerhaften Beurteilung der Corona-Situation durch diese Regierung, allen voran durch Dr. Merkel und Jens Spahn, entstanden, obgleich der sogenannte Reproduktionswert das Maß aller Dinge nach dieser Regierung schon in der zweiten Märzhälfte dieses Jahres, also zur Zeit eines völlig normalen Lebens ohne Masken und Abstandsregeln, unter 1 gefallen war. Allein 41,3 Milliarden, das viertgrößte Volumen des Bundeshaushalts und damit ein Anstieg um fast 170%, wurden im Jahr 2020 ausgegeben. Der Gesundheitsfonds weist nunmehr eine Deckungslücke von 16 Milliarden auf. Deshalb werden die Mitglieder der Krankenkassen und die Arbeitgeber im kommenden Jahr mit erhöhten Zusatzbeiträgen zur Kasse gebeten, so dass der Gesamtsozialversicherungsbeitrag auf weltweit unerreichte 39,95% steigt. Aber wurden die vom Steuerzahler hart erarbeiteten Gelder sinnvoll eingesetzt? Was hat die Regierung bisher getan? Ohne zwischen einer symptomlosen Infektion und einer Infektion mit Krankheitssymptomen zu unterscheiden, werden wöchentlich über 1 Million Covid-19-Tests an überwiegend symptomlosen Menschen, ja sogar Kindern, durchgeführt. Dabei ist selbst Herrn Spahn bekannt, dass es eine nicht unerhebliche Anzahl falsch positiv getesteter Fälle mit dem sogenannten PCR-Test gibt und sich diese Anzahl mit der Zahl der durchgeführten Tests unweigerlich erhöht. Dem entspricht, dass die Senatsverwaltung für Gesundheit des Berliner Senats erklärt hat, dass PCR-Tests nicht in der Lage sind, eine Infektion im Sinne des Infektionsschutzgesetzes festzustellen. Wenn also selbst staatlichen Stellen bekannt ist, dass PCR-Tests nicht für den Zweck hilfreich sind, den sie vorgeben, was also ist deren eigentlicher Zweck? Denn ohne einen derartigen sinnvollen Zweck ist die Testung mittels PCR-Tests durch die Nase hindurch schlicht und ergreifend eine millionenfache körperliche Misshandlung. Und das sogar an unseren Kindern. Die Verantwortlichen hierfür sollten zur Rechenschaft gezogen werden. Aber damit nicht genug. Die mittlerweile allseits verordnete Maskenpflicht hält gleichfalls einer kritischen gesundheitlichen Überprüfung, zumindest bei Kindern und Jugendlichen, nicht stand, wie die Deutsche Unfallversicherung im Oktober 2020 feststellte. Danach gibt es keine speziellen Studien, die die spezielle Physiologie von Kindern bei Gesichtsmasken einbezieht. Keine Studie untersucht den Einfluss bei Erwachsenen oder Kindern über einen längeren Zeitraum, also über Tage, Wochen und Monate. Dabei sei der dringende Verdacht einer direkten Gesundheitsgefährdung vorhanden. Das Tragen von Atemschutz bedeutet eine erhöhte körperliche Belastung und könne besonders bei körperlichen Einschränkungen oder gewissen Vorerkrankungen wie Herz, Lungen- oder Muskelerkrankungen zu körperlichen Schäden durch eine Überlastung der Atemmuskulatur führen. Das wiederum könne zu einem erhöhten Kohlendioxidgehalt des Blutes führen, was letztlich sogar eine Kohlendioxidnarkose zur Folge haben könne. Die Größe des Risikos für Kinder und Jugendliche könne noch nicht einmal annähernd eingeschätzt werden. Sogar ein Herzstillstand könne die Folge sein. Ein striktes Verbot für Masken bei Kindern und Jugendlichen sei daher angezeigt, bis ein Unbedenklichkeitsnachweis erbracht worden ist. Es ist einfach nur ungeheuerlich, was Sie alle unserer Bevölkerung und unseren Kindern unter dem Vorwand, sie würden sich angeblich um deren Gesundheit kümmern, antun. Und last but not least, der nunmehr hochgelobte Impfstoff von BioNTech/Pfizer enthält nach dem Fachportal Medscape Lipid-Nanopartikel mit modifizierter mRNA.
Diese mRNA soll mit Hilfe von Nanopartikeln in die Zielzelle eines Menschen eingeführt werden, sodass die mRNA in den Ribosomen der menschlichen Zelle Antikörper gegen Bestandteile des COVID-19-Virus bilden können soll. Mit dieser Impfung wird also in den Funktionsmodus der menschlichen Zelle eingegriffen, und zwar laut Welt aufgrund einer noch nicht einmal einjährigen Forschung. Wo sind die Langzeitstudien? Hierzu fehlt jegliche Forschung. Der Schweizer Medizinbehörde Swissmedic, jedenfalls fehlten wichtige Daten zu Sicherheit, Wirksamkeit und Qualität und untersagte wegen unvollständiger Daten. Deshalb stand 1.12.2020 die Zulassung der Impfstoffe von BioNTech, Pfizer, Moderna und AstraZeneca. Hinzu kommt bei BioNTech, Pfizer die Verwendung von Nanopartikeln. Eine Aufklärung über deren Risiken ist zwingend. So schreibt das Bundesinstitut für Risikobewertung am 9. November 2020 zu Nanopartikeln, dass sich die neuartigen Eigenschaften prinzipiell auch nachteilig auf die menschliche Gesundheit auswirken können. So, wenn freigesetzte Partikel in den Körper gelangen, sich dort feinst verteilen und in verschiedenen Organen anreichern können. Sehr verehrte Damen und Herren, es scheint, als wenn die Bundesregierung, die ja 60 bis 70% der Bevölkerung durchimpfen möchte, unsere Bevölkerung in ein riesengroßes Freilandlabor mit menschlichen Versuchskaninchen verwandeln wolle, mit ungewissem Ausgang. Kann eine Regierung mit den ihr anvertrauten Menschen noch schlimmer umgehen? Dankeschön. Vielen Dank, Frau Kollegin, liebe Kolleginnen und Kollegen, noch einmal, ich muss das alles gleich beurteilen. Ich habe meine eigene Einschätzung dessen, was hier gesagt wird, aber das spielt keine Rolle. Man darf alles sagen, solange keine Strafgesetzbüchernormen verletzt werden. Sie dürfen auch gerne sagen, dass das falsch oder richtig ist. Das ist ja auch erlaubt durch Zwischenrufe. Ich will nur noch einmal die Kolleginnen und Kollegen daran erinnern, wir befinden uns in einer Haushaltsdebatte und daran sollten wir jetzt auch festhalten. Nächster Redner.